Aber zum Abschluss noch eine Frage. Siehst du irgendwelche Hoffnung für die Wikipedia? Nein, kann man höchstens neu aufsetzen und dann versuchen, dass man da ein System aufbaut, was auch ein eigenes Immunsystem hat, also ein reales Immunsystem und nicht so ein vorgespiegeltes Immunsystem, was jetzt immer allenthalben in der Wikipedia kommt. Also die Wikipedia an sich ist verloren. Das ist durch, genauso wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch ist. Den kann man vergessen. Es ist kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mehr, das ist Parteienfunk geworden, leider. Und hat also mit einer objektiven Berichterstattung herzlich wenig zu tun. Wir haben es ja am eigenen Leib gemerkt, zum Beispiel was der NDR über mich veröffentlicht hat, kann man auch knicken. Und all das, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt, was in den Leitmedien kommt, all das findet ja Niederschlag in der Wikipedia und die befruchten sich dann gegenseitig sozusagen. Das ist also ein Zitierkartell. Ja? Das, was die bringen, wird in die Wikipedia eingetragen und was in der Wikipedia drinsteht, wird dann wieder von dem Rundfunk und von den Leitmedien wieder aufgegriffen. Das ist ein ewiges Hin und Her und es gibt Themen, wo die sich so weit abseits der Realität bewegen, dass man einfach nur die Hände zusammen, also über die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Also 9/11 hatte ich ja eingangs als Beispiel gesagt. Das ist einfach, das Thema ist für mich durch. Also das Gebäude WTC-7 bei 9/11 ist, das sagt die Physik, anders eingestürzt als das, was offiziell im Narrativ verkündet wurde. Und da hängen jetzt einige Implikationen dran. Und all das wird ja in den öffentlich-rechtlichen Medien und auch in der Wikipedia schon mal gar nicht und auch in den anderen Leitmedien überhaupt nicht transportiert. Tja, das werden dann halt irgendwie in 50 Jahren erfahren, dass da irgendein anderes Ereignis dazu geführt hat, dass diese Flugzeuge da in die Türme reingeflogen sind. Und tja, aber jetzt kann man also mit Wikipedia sich zu informieren über 9/11 ist Blödsinn. Mit Wikipedia sich zu informieren über das Attentat auf JFK ist Blödsinn. Übrigens, das Attentat auf JFK wird von dem Autor Phi, also dem Philipp Heide, dem Geschichtslehrer aus Hamburg hier, vollkommen vereinnahmt. Das heißt, der hat da seine Pfoten da drin und da wird nichts eingetragen, was er nicht möchte, so ungefähr. Also, das kann man knicken, solche Themen. Ja, und auch wenn es um andere Operationen geht, also irgendwas in Richtung Krieg, Ukraine, Russland, kann man immer davon ausgehen, dass immer die NATO-Position eingetragen wird und auch keine objektive Position. Es gibt genügend Ereignisse. Zum Beispiel hatten wir jetzt ja die Sprengung der Nord Stream. Das geht bei den neuen Medien rum, dass die Sprengung der Nord Stream also zu einem außerordentlich hohen Wahrscheinlichkeitsgrad von den USA aus erfolgte, mit Beihilfe von Norwegen zum Beispiel. Und das wird in den Medien nicht stattfinden, also in den Leitmedien. Da wird dann halt gesagt, das ist eine Segeljacht gewesen und die haben dort über eine Tonne Sprengstoff auf dieser kleinen Segeljacht irgendwie nach unten gebracht in 40 bis 60 Meter Tiefe. Wie die das gemacht haben sollen, die Taucher, ohne entsprechende hochtechnologisierte Taucherausrüstung, ist egal. Ne? Also solche Themen werden halt in der Wikipedia so transportiert, wie das halt das Regierungsnarrativ sein soll. Wenn man wirklich wissen will, was stattfindet, dann liest man halt apolut.net oder man liest Free21, das ist die Zeitung, wo jetzt Dirk Pohlmann Chefredakteur ist, also Free21, also free21.org, auch eine gute Zeitung, oder halt den Manova, manova.news war das, glaube ich, news. Die Nachdenkseiten.de sind sehr gut, um sich zu informieren. Multipolar, das erwähne ich viel zu selten, das ist von Paul Schreier, ein wunderbarer Journalist, ein Journalist, der sehr kühl und sehr analytisch und akribisch arbeitet. Paul Schreier ist also mit seinem Projekt Multipolar unterwegs. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das multipolar.de ist oder auch Multipolar News. Ich habe das bei mir in den Booknotes drin, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie es heißt. Ja, also das sind so die Zeitungen, die man sich unbedingt mal angucken sollte. Und auch, man sollte, gerade wenn es um Krieg geht, auch mal bei der Gegenseite vorbeischalten. Ich kann nur jeden dazu ermutigen, sich auch mal RT anzuschauen, also Russia Today. Auch wenn man weiß, naja, gut, die transportieren halt die russische Sichtweise. Aber es ist auf jeden Fall schon mal mehr, als wenn man sich nur die eigene Sichtweise anguckt. Dann kann man also auch Widersprüche finden und eventuell ist man danach noch ein bisschen schlauer, als wenn man sich wirklich nur auf ARD und ZDF verlässt. Ja, und Wikipedia, wie gesagt, kann man knicken. Es gibt ein paar Alternativprojekte, sowas wie die, wie hieß denn das nochmal?
Jetzt ist mir also der Name entfallen von anderen Wikipedia. Wikipedia? Also, bitte was? Pluspedia? Genau, die Pluspedia, vielen Dank. Also sowas wie die Pluspedia gibt es noch. Aber dass die Projekte sind, da sind relativ wenig Leute unterwegs und die haben halt bei weitem nicht diese Artikelanzahl. Also als Grundregel kann man sagen, gut, die Wikipedia zur Recherche verwenden kann man schon. Man muss aber sehr, sehr kritisch sein. Also das, was da drin steht, ist mit einem relativ hohen Wahrscheinlichkeitsgrad auch schwierig. Ja, immer dann, wenn es um Politik, um Weltanschauung und um Geld geht, dann wird es schwierig in der Wikipedia und man kann sich dann vielleicht durch die Fußnoten durchlesen und gucken, ob man da ein bisschen weiterkommt. Oder man geht in der Zeitachse zurück. Also wir haben ja zum Beispiel bei dem Thema Gladio, haben wir einen Artikel, wo zum Beispiel der Co-Pilot über 80% dieses Artikels gelöscht hat. Gladio, NATO Stay Behind Armin. Der hatte mal im Jahr 2012 hatte der ungefähr 100.000 Buchstaben und der ist dann eingedampft worden auf nur bis zu 20.000 Buchstaben. Hat Co-Pilot veranlasst, weil er nicht wollte, dass viele Details da drin stehen bleiben. Der hat die Details dann fragmentiert auf andere Artikel verteilt oder gänzlich gelöscht. So, und wenn man weiß, wie die Wikipedia funktioniert, dann kann man natürlich in dem Zeitstrahl zurückgehen und geht auf das Jahr 2012. Und da findet man dann viele Informationen, die heute schon gar nicht mehr drinstehen. Oder man guckt sich das Thema FM-Synthese an. Ich habe da, ich meine, das ist nun wirklich grotesk. Ich habe da im Jahr 2004 als einzigen Artikel, den ich jemals in die Wikipedia eingetragen habe, etwas zur FM-Synthese, also zur Syntheseform eines Yamaha-Synthesizers DX7 zum Beispiel eingetragen. Und wer sich für dieses Sternchenthema oder für dieses Orchideenthema interessiert, der sollte vielleicht nicht jetzt reingucken, sondern halt in die Zeit zwischen 2004 und 2009. Im Jahr 2009 wurde das gelöscht, weil jemand meinte, ich wäre da zu dominant. Gut, ich war damals einer der einzigen Schreiber, die überhaupt über das Thema geschrieben haben. Jetzt stehen dann Sachen drin, die physikalisch korrekt sind, aber die mit der musikalischen FM-Synthese nicht viel zu tun haben. Und jetzt werden so langsam die Sachen nachgetragen, die ich damals schon längst drin stehen hatte. Also man kann auch sagen, das ist eine Sisyphusarbeit. Ne? Also irgendjemand trägt was ein und dann kommt jemand anders und sagt, das ist nicht relevant und löscht das wieder. Das heißt also, es ist eine ewige Sisyphusarbeit. Man fängt immer wieder von vorne an. Kein Wunder, dass dann die paar Schreiberlinge, die jetzt in der Wikipedia noch unterwegs sind, das sind also von der Anzahl her ungefähr 17.000, die ungefähr ein Edit machen pro Monat. Ungefähr 5.000, die 5 Edits machen im Monat und ungefähr 1.000, die 100 Edits machen im Monat. Das sind alle die Leute, die in der Wikipedia arbeiten. Und diese 1.000 Leute, die 100 Edits machen und mehr, das sind diejenigen, die die Wikipedia beherrschen und das sind die Vielschreiber, die halt allen anderen halt und auch den Lesern ihre politische Agenda aufdrücken. Ja, und die sorgen dafür, dass also bestimmte Sachen auch gelöscht werden, die ja halt nicht genehm sind, die nicht in die Öffentlichkeit sollen. Ja, ja, und ich würde sagen, mit den Tipps würden wir uns beide uns verabschieden. Zum Schluss kann ich noch den Kanal Geschichten aus Wikihausen empfehlen, auf dem du und Dirk Pohlmann jeden Monat ungefähr einmal ein kurzes Update geben, was auf Wikipedia wieder passiert ist. Und ja, dann verabschiede ich mich. Ja, ich danke auch. Mach's gut. Tschüss.